Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn diesen Mann bei uns begrüßen, der sich hier in der Sendung vor ein paar Jahren mal unsterblich gemacht hat, als wir über seine ganz große Liebe sprachen, nämlich Island. Und der den unvergessenen Satz sagte, wäre Island eine Frau, wir wären zusammen. Seitdem ist viel passiert. Er hat sich aufgemacht, hat die gemütliche isländische Komfortzone verlassen und geht seitdem an die Orte auf der Welt, an denen das Leben nicht ein täglicher Kampf, sondern in Wahrheit eher ein Gemetzel ist. Und deshalb freuen wir uns immer, wenn er gesund und munter hier sitzt. Gerade kommt er zurück aus IS-Gebiet, war unterwegs in Syrien und hat dort deutsche IS-Anhänger befragt. Wir werden gleich einen echten Aha-Moment in der Sendung haben. Was er mitgebracht hat, sind nämlich Bilder und Gespräche, zum Teil wie aus einer anderen Welt. Uneinsichtig, radikal, brutal und zum Teil auch ganz furchtbar banal, wie die IS-Frau aus Niedersachsen, die beispielsweise bei 50 Grad voll verschleiert vor ihm sitzt und auf die Frage, was sie denn aus Deutschland vermisse, sagt Döner und Mezzomix. Herzlich willkommen, Thilo Mischke, freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Thilo. Döner und Mezzomix, Wahnsinn. Ja, wir freuen uns, dass diese Frau heute bei uns ist, eine Kollegin der Süddeutschen Zeitung, die ein feines, ein wirklich gutes Buch mitgebracht hat. Das zeigt, nicht nur im Nordirak kann das Leben eine echte Herausforderung werden. Sie ist 29, als ihre Mutter einen Schlaganfall erleidet. Weil die Ärzte aber ihn nicht als solchen erkennen, folgt wenig später ein schwerer zweiter. Und auch der wird fehldiagnostiziert. Da wurde viel herumgerätselt, sagt sie rückblickend. Aber auf einen zweiten Schlaganfall ist man auf der Schlaganfallstation seltsamerweise nicht gekommen. Mit fatalen Folgen. Ihre Mutter wird zum Pflegefall der höchsten Stufe. Trotzdem holt sie sie nach Hause und betreut sie 10 Jahre lang bis zu ihrem Tod und sagt heute, Pflege kann die Hölle sein. Und das Absurde ist, man muss in diesem Land sogar dafür kämpfen, dass man jemanden zu Hause pflegen darf. Aber jemanden Tag für Tag zu pflegen, ihm beizustehen, kann auch sehr, sehr glücklich machen. Herzlich willkommen, Ruth Schneeberger. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, gleich zu Beginn aber wollen wir mit Ihnen beiden über etwas sprechen, das tief in der chinesischen Einöde seinen Anfang nimmt. Doch die Wellen dessen, was die Öffentlichkeit jetzt erfahren hat, gehen rund um den Globus und haben auch längst Deutschland erreicht. Denn es ist auch eine deutsche Geschichte, um die es da geht. Seit Jahren gibt es den Verdacht, dass im Westen Chinas 1 Million Menschen in Lagern gefangen gehalten werden, die nicht nur umerzogen werden sollen, sondern dort vor allen Dingen Zwangsarbeit leisten. Auch ein neues VW-Werk steht in genau dieser Region, hat dort viele Arbeitsplätze geschaffen und es sind viele Uiguren, die dort arbeiten. Die Dokumente, die uns jetzt vorliegen, sagt dieser Mann, belegen eine der größten Menschenrechtsverletzungen unserer Zeit. Der Spezialist für Whistleblower hat unter anderem die Panama Papers ausgewertet, kann also solche Dokumente sehr gut und sehr genau lesen. Er wiederum ist ein preisgekrönter Dokumentarfilmer, mit dem wir vor wenigen Wochen erst darüber gesprochen haben, wie viele Billig-Weihnachts- und Geschenkartikel gerade jetzt in dieser Zeit bei uns auf den Tischen landen, die von chinesischen Zwangsarbeitern in Lagern hergestellt werden. Er kennt die lange Leidensgeschichte der Uiguren, wird uns aber auch erklären, dass der lange Arm Chinas längst auch an deutsche Universitäten reicht oder bis tief ins Topmanagement unserer Autokonzerne. Das ist sehr beunruhigend. Herzlich willkommen, Frederik Obermeier und Hartmut Itzko. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Herr Obermeier, das ist eine Wahnsinnsgeschichte und die Tragweite dieser Geschichte, die Sie da jetzt öffentlich gemacht haben, wird erst so langsam klar. Worin besteht die eigentliche Bedeutung? Dem ICJ, das ist ein Journalistenverband in Amerika, dem auch mehrere Journalisten, unter anderem ich von der Süddeutschen Zeitung, Mitglied sind, wurden interne chinesische Regierungsdokumente zugespielt. Das ist an sich schon mal ein Wunder. Bislang war der chinesische Regierungsapparat wirklich abgeschottet. Während es in Amerika, Großbritannien, Deutschland immer Leaks gibt, in China gab es sowas nicht. Jetzt gibt es auf einmal Dokumente und die widerlegen die bisherige chinesische Darstellung, was den Nordwesten Chinas angeht. Die Region Xinjiang, wo immer die Rede schon, oder noch nicht immer, wo seit einigen Monaten die Rede davon war, dass dort Lager entstehen. Sehr, sehr große Lager, dass Hunderttausende Uiguren und Angehörige anderer Minderheiten inhaftiert, interniert werden. Und bislang war die chinesische Darstellung, naja, wir machen Berufs- und Fortbildung. Die Leute, Sie müssen sich das so vorstellen wie ein Internat. Die Leute kriegen billiges Essen, müssen nichts dafür zahlen. Wir lernen ihnen was, sie können jederzeit rausgehen. Die Dokumente, die wir jetzt zugespielt bekommen haben, die widerlegen ganz klar diese Darstellung. Die belegen,
dass es hier um ein großes, gigantisches Lagersystem handelt, in dem laut Experten ungefähr 1 Million Uiguren und andere Angehörige von Minderheiten inhaftiert werden. Wahnsinn. Und mittendrin, Herr Itzko, in dieser ganzen Geschichte auch ein großer deutscher Konzern, VW in dem Fall. Sie waren auch schon in der Region. Ja, das ist allerdings schon 10 Jahre her. Das ist schon 10 Jahre her. War Ihnen die Dimension dessen, was wir da jetzt hören, war Ihnen das klar? Nein, absolut nicht. Das war auch damals nicht zu spüren. Mhm. Ich muss dazu sagen, wir waren auch da, um eine Geschichte über Bergbau zu machen. Mhm. Es ist ja eine reiche Region. Mhm. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum die Chinesen dort jetzt so hart intervenieren und dieses Land halten wollen, pflegen wollen. Es gibt, dort ist das Zentrum der Rüstungsindustrie, dort ist Bergbau, dort gibt es Baumwollplantagen ohne Ende. Das ist also eine sehr reiche Region und deswegen werden natürlich auch die Uiguren dort auch mit als Zwangsarbeiter eingesetzt. Für mich ist das so ein bisschen auch eine Bestätigung zu unserer Geschichte, die wir vor 3 Wochen bei Ihnen hier hatten. Genau. Da hatten wir ja nur wenige Protagonisten aus den Lagern, die erzählt haben, was denen passiert ist. Und das, was jetzt die Süddeutsche Zeitung und andere eben rausgegeben haben, das ist eben eindeutig der Beleg, dass das ganz von oben so angeordnet und gewollt ist. Und VW, Sie fragten danach, ist deshalb betroffen, weil sie dort eben ein Werk haben, von dem man, das man gar nicht so richtig ernst nimmt. Es heißt, das Werk wurde dorthin gestellt, weil eben der Staat oder die Partner das so wollten. Okay, so das ist ein ganz spannender Punkt in dieser ganzen Geschichte. Und das ist ehrlich gesagt auch der Punkt, der mich am meisten interessiert. Wenn man sich das mal auf der Karte anschaut, Herr Obermeier, welchen Sinn macht es für einen Weltkonzern wie VW in einem so abgelegenen Teil dieser Erde, mitten in der Einöde, im Nordwesten Chinas? Ich meine, wer jemals dort in der Nähe war, weiß, da ist nicht furchtbar viel. In dieser Wüste dort sozusagen ein Autowerk zu errichten, tausende Kilometer weg von den Küsten, tausende Kilometer weg von allen großen Zentren, wo diese Autos ja später verkauft werden sollen. Wenn man das Werk allein betrachtet, muss man sagen, das macht so viel gar keinen Sinn. Diese Stadt übrigens, wo das Werk ist, steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde als die Stadt, die am weitesten von der Küste weg ist. Nämlich 6.000 Kilometer? Einige tausend Kilometer. Ja. Ja. Mhm. Und wenn man sich dann anschaut, dort gab, als VW das Werk eröffnet hat vor einigen Jahren, da gab es nichts. Da mussten erstmal Straßen gebaut werden, da musste erstmal die Infrastruktur aufgebaut werden. Da gab es auch keine groß nennenswerten Zulieferbetriebe. Mhm. Und auch die Kapazität des Werks, da werden laut VW ungefähr 50.000 Fahrzeuge produziert. Normales VW-Werk sind das Sechsfache, 300.000. Mhm. Wenn man sich da mal im Unternehmen umhört, auch bei Branchenexperten hört man immer wieder eins, naja, das ist Teil eines Deals gewesen. Die chinesische Regierung hat VW klargemacht demnach, ihr geht in diese Region, eröffnet dort ein Werk. Das wird sich womöglich für euch nicht rentieren, aber dafür erlauben wir euch, dass ihr einige andere Fertigungsstätten an der chinesischen Ostküste eröffnet, wo es dann wirklich lukrativ ist. Und China ist ein gigantischer Markt für VW. Dort kann VW noch richtig Geld machen. Gerade in Zeiten, wo es in Europa auch aufgrund der Dieselaffäre nicht mehr so gut läuft, kann man dort noch richtig, richtig viel Profite einfahren. Das noch mal der Vollständigkeit halber zu sagen, VW selber sagt, wir haben dieses Werk dort errichtet auf Basis einer rein wirtschaftlichen Entscheidung. Das widerspricht übrigens diesen Expertenaussagen nicht. Und das ist eine rein wirtschaftliche Entscheidung. Da muss auch keiner Zwangsarbeit leisten. Es sind, glaube ich, 25% ungefähr Uiguren, die dort arbeiten. Wie glaubhaft ist das? Das ist das eine. Und vor allen Dingen, mit welchem Hintergedanken sagt denn, wenn es so ist, die chinesische Führung, ihr eröffnet dort bitte schon ein Werk in unserem Sinne? Was ist der Hintergedanke dabei? Zunächst einmal muss man sagen, es gibt wirklich derzeit keinen Beweis, dass in diesem Werk Zwangsarbeit betrieben wird. Mhm. Was VW immer wieder gerne sagt, 25% unserer Mitarbeiter sind Angehörigen von Minderheiten. Wenn man dann nachfragt, wie viele davon sind Uiguren, hört man Schweigen. Dazu gibt es keine offiziellen Angaben. Mhm. Wenn man dann sich jetzt auch mal schaut, was hätte das denn für Nutzen für die Chinesen, also für die chinesische Regierung? Das ist ein wahnsinnig schönes Feigenblatt. Man kann sagen, hey, wenn ein großes westliches Unternehmen wie VW in diese Region geht, dort produziert, dort ein schickes Werk eröffnet, was man auch auf der VW-Homepage ja überall findet, dann kann es doch nicht so schlimm sein in dieser Region, oder? Es gibt Propagandamaterial, ich glaube, so muss man es nennen, aus der Ecke. Sie nicken, Herr Itzko. Vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen, um mal zu zeigen, was sozusagen die chinesische Öffentlichkeit davon erfährt. Weil Sie das vorhin auch gerade sagten in Ihrem Eingangsstatement, das sieht so aus, als wäre das sozusagen eine bessere Arbeitsausbildung, die man ehemaligen Nomaden, die ja, glaube ich, diese Uiguren sind, die man denen sozusagen angedeihen lässt. Was sind das für Bilder?
Was sehen wir da, Herr Itzko? Können Sie uns was dazu sagen? Ja, man nennt das eine Schule. Eine Schule allerdings hinter Stacheldraht und Gittern. Dort werden eben Kinder der Uiguren werden trainiert in ihrer, wie Sie sagen, eigenen Volkskultur. Das ist natürlich lächerlich. Die Kultur der Uiguren wurde systematisch in der Region, in der Provinz vernichtet durch die Ansiedlung von Han-Chinesen, die sich breit gemacht haben. Die sind entrechtet worden, die Uiguren. Die haben keine Arbeit. Die sitzen wirklich in Lagern. Das ist alles nur Schönfärberei fürs Ausland oder für die eigenen Leute. Für die eigenen Leute. Wenn Sie uns mal, Herr Itzko, mitnehmen in die Geschichte dieser Minderheit. Wann beginnt die Geschichte? Woher stammen diese Uiguren? Was ist das für eine Historie, die sich dahinter verbirgt? Also die Uiguren, der uigurische Stamm selber, das ist ein turkestanischer Nomadenstamm, muslimisch geprägt. Die sind in der Grenzregion Tadschikistan, Kurdistan, Mongolei, sind die jahrhundertelang rumgewandert. Sie haben sich vor etwa 200 Jahren dann genau in dieser Gegend sesshaft gemacht und haben eifrig Handel mit den Chinesen betrieben. Dann 1949 durch den Bürgerkrieg von Mao hat der also allerdings friedlich diese ganze Provinz mit Zustimmung der Sowjetunion in die Volksrepublik China einverleibt. Das heißt, es war mal sowjetisch? Es war also ein Mischmasch, das haben sich verschiedene schon gestritten. Aber es war dann am Ende, viele da in der Region. Genau, am Ende war das schon eine uigurische Provinz, die dann China einverleibt hat. Okay. Man hat dann den Uiguren allerdings gesagt, ihr dürft eure Rechte, eure Religion, eure Sprache behalten. Daraus ist aber nicht viel geworden. Man fing sehr schnell an und hat also Han-Chinesen angesiedelt, wie ich schon sagte. Mhm. Hat also den Gebrauch der Sprache verboten, den Gebrauch der Religion verboten und hat sie eben eingesperrt. Die Familien wurden getrennt, sie wurden misshandelt. Es fehlen einem eigentlich die Worte, um das zu beschreiben, was mit denen passiert ist. Dann kam es, weil irgendwann, ich sag mal, der Kessel dampfte, kam es zu den ersten Unruhen. Mhm. Da kam es zu den ersten Demonstrationen und 2009 zu Attentaten. Mhm. Und es gab immer mehr Attentaten bis 2014, immer vereinzelt, sodass dann die Chinesen eben heute sagen können, ja, wir haben es hier mit Terroristen zu tun, die müssen wir bekämpfen. Was natürlich nicht stimmt, die Uiguren haben sich nur gewehrt. Okay, das ist sozusagen die Geschichte hinter diesem Konflikt. Herr Obermeier, ich würde gerne noch mal zurückkommen auf diese VW-Geschichte. Wenn Sie mit Verantwortlichen dort sprechen, möglicherweise auch unter C, wie man so sagt, also nicht offiziell, was sagen die Ihnen dann über diese Arbeitsverträge, die es dort beispielsweise gibt? Mit wem schließt VW vor Ort die Arbeitsverträge? Wie läuft das? Also das Werk vor Ort, das ist ein Joint Venture von VW und einem chinesischen Staatskonzern. VW beharrt aber darauf, dass die Verträge auch mit ihnen geschlossen werden, dass sie deswegen auch einen sehr, sehr großen Einfluss haben, verweisen auch darauf, was sie alles in dem Werk gemacht haben, dass es Nahrung gibt, die halal ist, weil sehr, sehr viele Uiguren Muslime sind, dass sie auch Gebetsräume haben, dass sie wirklich auf alles achten. Was ja auch alles stimmt. Was stimmen mag. Ja. Ich war selbst nicht in dem Werk. Mhm. Das heißt, wenn wir zwei jetzt morgen beschließen würden, wir reisen da jetzt hin, keine Chance, sagt Herr Itzko, dort reinzukommen. Nee. Warum nicht? Weil die erstmal grundsätzlich Ausländer nicht in diese Region lassen. Da fängt es schon an. Sie kriegen gar kein Visum für diese Region. Das ist schon das Wichtigste. Deswegen kommen sie gar nicht daran. Warum nicht? Was haben die zu verbergen? Wenn man mit Leuten spricht, die durch die Region gereist sind, entweder undercover oder die es dann irgendwie Wege gefunden haben, trotzdem mal kurz zumindest in der Region unterwegs zu sein, hört man, man sieht auf den Straßen, was dort passiert. Man sieht die Überwachung. Man sieht, dass überall Kameras gibt, dass Iris-Scans gibt. Dass Iris-Scans, also die Augen-Scans, wenn man zum Beispiel in ein Gebäude geht. Dass die Moscheen faktisch geschlossen sind, wenn sie nicht sogar komplett abgerissen sind. Muslimische Friedhöfe werden verwüstet. Und man sieht auch mittlerweile diese Lager. Man sieht, wenn man durch diese Region reist, laut Augenzeugen, sieht man, was dort passiert. Man sieht sehr, sehr große Komplexe mit Stacheldraht, mit Wachtürmen, die man übrigens auch auf Satellitenbildern mittlerweile erkennen kann. Man sieht schon, was dort passiert. Und deswegen ist es umso absurder, wenn sich zum Beispiel Volkswagen, wenn wir sie fragen... Das ist das Satellitenbild, das Sie gerade ansprechen. Das ist eines dieser Satellitenbilder. Ja. Da gibt es Dutzende mittlerweile. Also wenn man ein bisschen Zeit hat und am Abend vom Computer verbringen will, Google Earth kann ich Ihnen nur empfehlen, geben Sie mal Urumqi ein und suchen mal nach solchen Strukturen. Da gibt es auch tolle Experten, die man im Internet findet, die mittlerweile nichts anderes machen, die ein Lager nach dem anderen identifizieren.
Und Leute, die dann auch berichten beispielsweise, dass es immer wieder Razzien gibt auf offener Straße, Leute, die festgenommen werden oder auch verhaftet werden, dann wird das Handy konfisziert. Also hier geht es auch um Datensammlung im ganz großen Stil. Das zeigen auch die China-Campus, die uns da vorliegen. Das ist eigentlich, was China dort in dieser Region errichtet hat, ist ein gigantischer Überwachungsstaat. Also dort wird jeder Schritt und Tritt von der dortigen Bevölkerung überwacht. Stimmt es, dass Menschen, die zu viel Zucker kaufen oder die zu viel Benzin kaufen oder sozusagen signifikant mehr, als man möglicherweise bräuchte, dass die sich sofort verdächtig machen, dass das auch auffällt, dass bestimmte Apps auf dem Telefon ein Problem werden können und so weiter? Ja, das stimmt. Dazu muss man sagen, die Begründung ist, mit Benzin und mit Zucker kann man Sprengstoff herstellen oder zumindest explosives Material. Wow. Was aber diese Apps angeht, das sind Apps, die wir bei uns hier in einem liberalen Land als normal betrachten würden. Das sind Apps, mit denen man zum Dokumente Beispiel hin und her schicken kann. Das sind Dokumente, wie sie so gut wie jeder gläubige Moslem hat, nämlich eine App, wo die derzeitige Gebetszeit, wann muss ich morgens, mittags, abends beten? Das wechselt je nach Sonnenstand. Diese Apps gelten als verdächtig. Es gilt als verdächtig, wenn man zu oft die Hintertür von seinem Gebäude, also von seiner Wohnung, von seinem Haus benutzt. Das sind alles Dinge, die verdächtig sind. Das gilt als verdächtig, wenn man... Du benutzt zu häufig die Hintertür und dann hast du schon ein Problem. Das fließt in ein Datensammelsystem, wo aus ganz vielen verschiedenen Quellen, von Spitzeln, von Überwachungssoftware, von den Kameras auf den Straßen, alle Daten reinfließen. Und dieses System entscheidet dann, wer verdächtig ist. Verdächtig ist zum Beispiel auch jemand, der seinen Kindern extremistische Namen gibt. Extremistische Namen sind in den Augen der chinesischen Behörden Namen wie Fatima, Hussein. Nämlich, was wir unter ganz normalen muslimischen Namen verstehen. Das System oder die Partei, die gibt ja damit an, dass sie etwa 90% aller Chinesen identifizieren können, nur mit der Gesichtserkennung. Da werden gleich sofort daneben geschrieben, wie man heißt, wo man arbeitet, wie alt man ist und so weiter und so fort. Es ist also ein ganz brutaler Überwachungsstaat. Und das macht eben diese Diktatur noch schwieriger, der zu widerstehen, als es vor einigen Jahren noch war, weil sie eben so genau, wie eben gehört, überwachen können. Es ist das Traumwerkzeug für Diktaturen, was sich da gerade überall sozusagen... China ist eine Diktatur, das müssen wir sehen. Wir müssen unser China-Bild daraufhin wirklich ändern. Wir reden auch gleich mal darüber, wie weit dieser Abend mittlerweile auch reicht. Aber vorher würde ich Ihnen gerne noch ein kurzes Statement von Herbert Diess zeigen, VW-Vorstandsvorsitzender. Häng noch diesem Gedanken hinterher. Also du hast dort etwas, eine Region, in die wir alle, die wir hier sind, niemals reisen könnten. Da kommt kein Ausländer rein. Aber VW baut dort drin ein Werk. Und angesprochen auf diese Situation, in Shanghai war es, glaube ich, sagt der VW-Chef im Gespräch mit einem BBC-Reporter Folgendes. We are absolutely proud to also create workplaces in that region, which we think is very useful. But Xinjiang is something you're not proud to be associated with in terms of what the Chinese government is doing to Uyghur people in that part of the country. I can't judge that, sorry. You can't judge it? No. But you know about it? I don't know what you're referring to. You don't know about China's re-education camps for 1 million Uyghur people. That is, it has referred to as re-education camps as part of its counter-terror threat in the west of this country. You don't know about that? I'm not aware of that. Haarsträubend. Herr Obermeier. Absurde Szene. Muss man wirklich ganz klar so sagen. Zu dem Zeitpunkt, als dieses Interview geführt wurde, gab es schon genug Augenzeugenberichte. Zu diesem Zeitpunkt gab es schon genug Satellitenbilder. Zu diesem Zeitpunkt gab es auch schon Experten, die aufgrund von öffentlichen Ausschreibungen, die sich nachweisen konnten, was dort passiert, nämlich weil auf einmal gigantische Mengen an Stacheldraht zum Beispiel bestellt worden sind. Im Umkreis, wenn man mal so schaut, was um dieses VW-Werk herum, wenn man da mal so einen 150-Kilometer-Radius ziehen würde, dort sind einige dieser Lager, über die man mittlerweile was weiß. Dann so eine Äußerung zu sagen, das ist in meinen Augen sehr naiv oder es ist bewusste Täuschung. Mittlerweile ist Volkswagen ja auch schon so ein bisschen davon abgewichen. Sie sagen schon, naja, wir sind uns der Situation in der Region bewusst. Wir haben sie auch gefragt, naja, was macht ihr denn eigentlich? Was aus eigenem Anschein nach? Von wie vielen Lagern wisst ihr denn? Schweigen. Wir haben sie gefragt, habt ihr mal mit euren Mitarbeitern geredet? Was bei denen in den Familien passiert? Ob Verwandte, ob Familienangehörige, Ehefrauen, Ehemänner, womöglich schon in diesen Lager verschleppt worden sind. Keine Antwort. Man merkt, dass VW hier
versucht, sich aus einer Situation rauszuwinden, aus der man sich in meinen Augen nicht mehr rauswinden kann, weil es mittlerweile ganz offensichtlich ist. Mhm. Oder ein ganz banales Beispiel. VW hat, wie wir jetzt im Zuge der Recherchen festgestellt haben, wir sind auf einen mehrere Medienberichte in China gestoßen. VW hat eine Kooperations, also VW zusammen mit diesem chinesischen Kooperationspartner, haben ein Kooperationsabkommen mit der bewaffneten chinesischen Volkspolizei geschlossen. Das sind Einheiten, die eine der treibenden Kräfte hinter diesen Inszenierungen sind. Mhm. In diesen Berichten ist auch zu lesen, um was es da geht, bei diesem Abkommen angeblich. Da ist von militärischem Training und patriotischer Erziehung für neue Werksmitarbeiter zu lesen. VW sagt uns gegenüber, also sowas gab es und gibt es bei uns nicht. Dann frage ich mich aber, warum steht es dann laut diesen Berichten in diesem Kooperationsabkommen drin? Da ist die Frage, warum zieht ihr da nicht eine klare Trennlinie? Ich denke, dass man als Unternehmen nichts mit einer solchen Polizeieinheit zu tun haben sollte, mhm, die unter dem Verdacht steht, mhm, halt an diesen Taten teilzunehmen. Mhm. Hey, Sie sagten gerade unglaublich. Ja, es ist haarsträubend und mir fällt in dem Zusammenhang noch eine Geschichte ein. Es betrifft ja eigentlich nicht nur VW, es verhalten sich fast sämtliche Autokonzerne ähnlich indifferent oder Anbieter. Mhm. Es ist mal passiert, dass ein Marketingmanager von Daimler-Benz ein Instagram-Bild gestaltet hat und dort einen Spruch, ein völlig harmloses Zitat des Dalai Lama verwendet hat. Daraufhin haben sich die Chinesen beschwert, die möchten das rausnehmen, weil es vom Dalai Lama ist. Das wurde sofort von Mercedes gemacht und der damalige Mercedes-Chef hat sich sogar entschuldigt dafür, für diesen Fehltritt. Das ist so die Denke der Unternehmer, der Großkonzerne gegenüber der chinesischen Diktatur heute. Wenn wir gerade dabei sind, wenn man VW sagt, dann zeigen auch gleich 10 Finger direkt wieder zurück. Also da geht es auch um Universitäten, deutsche Universitäten beispielsweise. Ja. Sie beschreiben ein Beispiel an der Uni Göttingen. Was ist dort passiert? Also es ist ja so, die Chinesen versuchen ja hier in Europa oder in den USA auch in die Kultur und Bildung massiv Einfluss auszuüben. Und ein Beispiel ist, sie finanzieren also gewisse Veranstaltungen oder Lehrstühle in Universitäten. Und ich weiß eben... Warum machen die das? Weil wir das selber nicht können? Weil wir es selber nicht können, weil wir es dankbar entgegennehmen. Einige ernsthaft? Wir sind darauf angewiesen, dass Chinesen... Offensichtlich sind einige Professoren in einer solch misslichen Lage, dass sie sich vor, wenn sie Unterstützung eben vom Ausland kriegen und wenn ihre Projekte gefördert werden. Aber diese werden gefördert mit gewissen Auflagen. Man darf zum Beispiel den Begriff Taiwan oder Taiwan nicht erleben. Man darf Tibet nicht erwähnen. All sowas, man muss ein positives Bild von China zeigen. Nur dann wird eben diese Förderung stattfinden. Das heißt, da werden dann auch Veranstaltungen abgesagt? So ist es, ja. Es werden auch Professoren, die dürfen dort nicht unterrichten, wenn sie eben Veranstaltungen unterrichten wollen, die den Chinesen nicht passen. So weit geht das. Wahnsinn. Herr Huber, es gibt einen sehr interessanten Satz. Sie haben eine tolle Reportage darüber geschrieben. Und da bin ich über einen Satz gestolpert, den ich enorm interessant fand, weil er auch den Konflikt eigentlich zeigt, in dem jemand wie Herbert Diess, der Chef von VW, der, glaube ich, 650.000 Arbeitsplätze weltweit verantwortet. Und der natürlich in dieser, Sie sagten es, eine bizarre Situation ist es auch, aber der natürlich immer wissen muss, jedes einzelne Wort zu viel hat juristisch möglicherweise katastrophale Tendenzen. Das war auch so, als er hier bei uns saß und im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre das Wort Betrug benutzte, was dann direkt juristische Konsequenzen hatte, weil sich Staatsanwaltschaften für diesen Teil dieses Gesprächs plötzlich interessiert haben. Also insofern verstehe ich, dass da jemand überfordert ist in der Situation. Aber es zeigt doch auch eine gewisse, wie soll man sagen, auch eine Doppelmoral von unserer Seite. Also wir nehmen einerseits die Geschäfte sehr gerne in Kauf. Wir kaufen auch die billigen Lichterketten an Weihnachten aller Orten, haben wir vor 3 Wochen drüber gesprochen. Wir nehmen das alles, weil es natürlich auch wichtig ist, um unseren Wohlstand zu erhalten. Und gleichzeitig wissen wir über solche Dinge. Wie umgehen mit einem solchen Konflikt? Ich glaube, das große Problem ist in meinen Augen eine sehr große Scheinheiligkeit. Mhm. Wenn ich sage, Profit geht vor, Arbeitsplätze gehen vor, Gewinn geht vor, dann ist das die Entscheidung von dem Unternehmen. Ich persönlich finde sie falsch. Aber die kann man zur Kenntnis nehmen. Mhm. Was VW und die meisten großen Unternehmen machen, die haben eine ganz, ganz schöne Ethik, Kodizi für ihre Mitarbeiter, für sich selbst, wie man Korruption verhindert etc. Wenn man schaut, was bei VW dort in dieser Guideline für Mitarbeiter steht, da gibt es eine ganz schöne Passage, da geht es darum, um Menschenrechtsverletzungen. Und da wird darauf hingewiesen, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin
Menschenrechtsverletzungen sieht, soll er oder sie dafür einstehen, dass diese unterbunden werden. Okay. Hier sehen wir eine gigantische Menschenrechtsverletzung. Und da sollten jetzt nicht nur die Mitarbeiter aufstehen müssen, da sollte jetzt auch die Chefetage aufstehen müssen, da sollten die Aktionäre aufstehen müssen. Weil das, davor kann man jetzt nicht mehr die Augen schließen. Es weiß die Welt mittlerweile, es ist jetzt belegt. Mhm. Wir haben nicht nur Augenzeugenberichten, nicht nur Satellitenbilder, sondern wir haben chinesische Regierungsdokumente aus dem Inneren des Apparats. Jetzt kann man sich da nicht mehr wegducken. Jetzt muss man Haltung oder Stellung ziehen. Welche deutschen Großkonzerne sind da noch in der Region? Wir haben zum Beispiel BASF. BASF sind dort viele, also die großen Chemiekonzerne. Okay. Die machen dort auch Geschäfte. Weil es dort Rohstoffe gibt, weil es dort... Ja, ich denke mal, ich sagte ja schon, das ist eine sehr, sehr rohstoffreiche Gegend. Mhm. Und sie werden auch dorthin geschickt, weil die Chinesen wollen ja, dass dort Industrie angesiedelt wird. Mhm. Weil wenn man Menschen Arbeit gibt sozusagen, dann hat man sie auch im Zweifel leichter unter Kontrolle. Ein positives Bild zu erzeugen. Ja. Mhm. Ja. Neben den genannten Unternehmen haben wir auch, es gibt noch Siemens. Siemens unterhält eine strategische Kooperation mit ausgerechnet jenem Unternehmen, was an der Programmierung dieses Überwachungsapparats beteiligt ist, soweit man weiß. Darauf angesprochen, natürlich haben die Süddeutsche, NDR und WDR, mit denen wir kooperieren, haben wir auch Siemens dazu gefragt. Und Siemens sagt, naja, das, was wir liefern, da sind wir uns sicher, dass es nicht in Endprodukte einfließt und dass es auch nicht zum Nachteil der Menschenrechte eingesetzt wird. Aber auch da muss ich sagen, eine strategische Kooperation mit einem Unternehmen, was an diesem Überwachungsapparat mitarbeitet, finde ich persönlich sehr, sehr fragwürdig. Mhm. Uiguren, um noch einmal auf die spezielle Situation zu kommen, Herr Itzko, gibt es Uiguren in Deutschland? Oh ja, hier gibt es sogar die meisten im Ausland, die leben hier in München. Das ist der Weltrat der Uiguren ist in München angesiedelt. Sie sind hier sehr viel, sie sind hier willkommen, sind teilweise integriert und machen von hier ihre weltweite Aufklärungsarbeit. In den USA und in Deutschland leben die meisten. Mhm. Haben Sie Kontakt zu diesen Leuten? Nur so telefonisch, oberflächlich, ja. Mhm. Weil es ist jetzt ja erst hochgekommen. Ja. Mhm. Also Whistleblower in China, was droht dem, der Ihnen diese Dokumente überlassen hat, wenn der auffliegt? Wissen Sie eigentlich, wer das ist? Ich weiß nicht, wer ganz am Anfang in diesem Regierungsapparat quasi jetzt den Kopierer angeschmissen hat. Oder und haben Sie eine Vermutung über seine Motivation? Ich glaube, dass es schon so ist, dass es ein Zeichen des Unmuts ist. Dass es da einfach in diesem starren Apparat Leute gibt, die jetzt jahrelang vielleicht zugeschaut haben und denen es jetzt reicht und die jetzt das Risiko eingehen und sagen, ich riskiere es, weil die Welt wissen muss, was hier passiert. Und man muss leider sagen, für diese Informanten muss man das Schlimmste fürchten. Ich hoffe, dass die Person, die da ganz am Anfang steht und der China Cables Enthüllung, dass der weiterhin gut geht. Weil wir müssen leider auch weltweit sagen, Whistleblower, Informanten, denen ergeht es oft nicht so gut am Ende. Haben Sie die begründete Hoffnung, dass das weitergeht, dass da gerade was, auch mit Blick auf Hongkong zum Beispiel, dass da gerade was in Bewegung gerät? Ach, als Journalist hoffe ich das natürlich immer, nicht nur bei China, das hoffe ich bei vielen anderen Ländern und deren Regierungsapparaten auch, dass es da Leute Iran gibt. Iran zum Beispiel, ja, ist auch so ein Land. Iran, auch die Vereinigten Staaten, dass es da Leute gibt, die den moralischen Kompass haben, der in die richtige Richtung zeigt und die sagen, die Öffentlichkeit muss wissen, was hier passiert. Da wird was verborgen und das muss raus. Das muss die Weltöffentlichkeit wissen. Mhm. Welche Reaktionen von auch politischer Seite aus Europa, aus den USA gibt es? Es gibt jetzt, die Amerikaner sind sehr, sehr forsch im Auftreten gerade gegenüber China und sagen, ihr müsst die sofort freilassen. Wer dort willkürlich verhaftet ist, der muss sofort freigelassen werden. Auch Deutschland hat sich mittlerweile in Form von unserem Außenminister geäußert, dass zumindest jetzt die UN-Menschenrechtshochkommissarin in das Land gelassen werden sollte für eine unabhängige Untersuchung. Da muss ich aber sagen, das ist ja wohl das Mindeste. Das hat Deutschland schon länger gefordert und es ist nichts passiert. Wir fordern immer, ja. Da sind wir mal ganz schnell. Weil das ist ja auch der Punkt, wenn China nichts zu verbergen hat, Entschuldigung, wenn China nichts zu verbergen hat, dann kann man doch jetzt jederzeit die UN reinlassen. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte ist in meinen Augen eine Person, die auch für Neutralität steht. Wenn es wirklich nur Fortbildungslager wären, im Sinne von Schulen, wo Leute freiwillig sind und kostenloses Essen kriegen, dann wäre es doch nicht so schwer, da jetzt einfach mal so eine Delegation reinzulassen, unabhängig durch die Gegend zu reisen, die Leute zu befragen und nicht nur ein, zwei,
die die chinesischen Behörden zur Verfügung gestellt haben, hier, rede mit dem, sondern selbst zu entscheiden, mit wem man redet. Und wenn es Sinn macht, Autofabriken hochzuziehen, 6000 Kilometer von den Millionen Metropolen der chinesischen Küste entfernt. Wenn das alles so ist, dann sollten wir das definitiv weiter so betreiben. Ich danke Ihnen beiden sehr, sehr herzlich. Und ich gucke die ganze Zeit zu Thilo Mischke, der mit großen Ohren zuhört. Und wahrscheinlich warst du schon mal in der Region, Thilo? Ich glaube, du planst gerade deine erste Reise, so wie ich dich kenne. Auf dem Weg hierher ins Studio haben wir, glaube ich, die zweite Frage, die ich gestellt habe. Kommt man da eigentlich leicht rein? Wie kommt man da eigentlich am besten hin? Kann man da über Tadschikistan ran? Weil die Geschichte beschäftigt uns natürlich in der Redaktion auch. Und man überlegt, aber man überlegt zweimal, ob man sich mit China anlegt als Journalist. Die es geschafft haben. Zum Teil undercover, aber zum Teil auch, dass sie einfach reingereist in den Zug, einen Tag rumspaziert, recherchiert und sofort wieder zurückgereist. Mit der Fernsehkamera, nur ein bisschen schwer. Die Fernsehkamera ist das Problem. Ich überlege, ob es eine schlaue Idee ist, hier zu sagen, ob man die alte Backpacker-Trick-Variante macht. Man geht mit kleinen Kameras und GoPros hin, aber es ist jetzt vielleicht zu spät. Es gucken ja einige Leute. Möglicherweise. Vor allem, wenn man es hier ankündigt, ist das vielleicht nicht ganz so schlau. Aber das ist ein anderes Thema, Thilo. Ich weiß ja, dass du normalerweise deutlich pfiffiger vorgehst. Das hast du auch gestern Abend gezeigt. Großer Erfolg gewesen bei den Kollegen von ProSieben. Uncovered. Du warst in Syrien unterwegs. Und im Nordirak, ja. Und im Nordirak. Wie schwer ist es, da hinzukommen überhaupt? Also, der Nordirak alleine ist schon recht schwer zu bereisen. Also man kommt ganz einfach nach Erbil, die Hauptstadt Kurdistans bzw. Nordiraks. Aber die Ölmetropole da. Genau. Ja. Deswegen kommt man da auch so einfach rein, weil Wirtschaft dort, findet dort statt. Aber sobald man sich Richtung syrische Grenze bewegt, braucht man spezielle Visa, um dort zu sein. Und die haben wir nach wochenlangem Warten bekommen und konnten uns deswegen frei bewegen. Und um ehrlich zu sein, nach Syrien dann einzureisen, ist eigentlich dann nur so bürokratisch und man wartet viel und da kann man sich dann so frei bewegen. Das ist so ein bisschen Wildwestland, fühlt sich das an. Also es fühlt sich so ein bisschen an, wie Karl May sich das vorgestellt hat, eben mit Globalisierung 21. Jahrhundert und Krieg und Tod. Aber die Leute, ja, so ein Karl-May-Gefühl macht sich da so breit. Okay. Was zeigt er da an Toten? Also ich kurz als Hintergrund dafür, wir wollten eigentlich in ein jesidisches Flüchtlingscamp, um zu zeigen, so welche Bevölkerungsgruppe ist es denn hier, die darunter so leidet. Und ich bekomme von einem Journalisten eine SMS, tatsächlich, in der steht, das haben sich gerade 10 IS-Kämpfer in einer Zementfabrik verschanzt, fahrt doch einfach mal schnell hin. Und dann rattert ja ganz viel im Kopf, was fahren wir jetzt hin, ich möchte es sehen, ich möchte davon erzählen, dass der IS eben noch nicht besiegt ist, dass er hier eben noch da ist. Und dann sind wir eben dorthin gefahren und dann haben wirklich alle kurdischen Verbände sich wieder verbunden, also haben sich getroffen und sind wie bei so einer Treibjagd diesen IS-Kämpfern hinterhergelaufen, haben sie einfach 100 Meter entfernt von uns erschossen. Man hört ja die Schüsse in dem Moment, wo es passiert, und sie zeigen uns dann eben wie so ein Stolz, Trophäe, wie eine Trophäe, dieses Foto von diesem Mann, der erschossen wurde. Und tatsächlich sind so eine Situation, auch wenn das jetzt gar nicht so krass aussieht, aber das ist immer noch, oder vielleicht bin ich auch einfach schon verroht, das ist einfach, das verfolgt einen auch lange. So. Also, und wenn es mich verfolgt und die Leute das täglich erleben, Martin das täglich erlebt, dann will ich nicht wissen, was in seiner Seele. Ja, das ist für mich sowieso die große Frage, wie kann einer, der dann ein solches extremes, emotionales Auf und Ab und Hin und Her erlebt, wie soll der jemals wieder in einen normalen Bielefelder Alltag zurück? Wie soll das gehen? Unmöglich. Das wird nicht funktionieren. Er hat es auch versucht. Er hatte so erzählt, also er ist wieder zurück nach Deutschland und er meinte, er hat jetzt mehr Erfolg bei Frauen, weil er dann in der Disco erzählen kann, dass er da gegen den IS gekämpft hat. Das fand ich ganz niedlich eigentlich. Ja. So als Flirtgeschichte, dass er ist dick geworden. Er meinte, er kam in dem Alltag nicht mehr zurecht und ist wieder zurück. Siehst du, genau. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Was ist denn abschließend gefragt, Thilo, deine Haltung zu dieser wirklich heiklen Frage? Es gibt eine große Öffentlichkeit, die sagt, bitte, ihr wolltet dahin, ihr bleibt gefälligst auch da. Euch wollen wir hier nicht haben. Wenn man diese Interviews so hört, Menschen erlebt, die offensichtlich, also der Krieg in den Köpfen geht ja offensichtlich weiter und der Wahnsinn in den Köpfen geht auch weiter. Ja. Wie umgehen mit diesen Leuten? Ich habe da eine ganz klare Haltung. Ich sage, sie müssen zurück nach Deutschland. Das ist die Verpflichtung dieses Landes, sich um diese Menschen zu kümmern. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, radikalisiert wurden sie hier, nicht dort unten. Und wenn wir sie dort lassen, es ist einfach ein viel, viel größeres Risiko für Europa, weil die Wut auf unsere westliche Welt noch viel stärker ist, wenn sie unter diesen Bedingungen weiterleben. Also zurückholen, sich darum kümmern. Und es wird schweineteuer werden. Es wird Millionen kosten, sich darum zu kümmern. Aber wir müssen es machen. Das ist einfach die Pflicht dieses Landes. Aber wir dürfen auch nicht naiv sein, ne? Das ist brandgefährlich. Hab dann halt
so auch von politischer Seite so Aussagen im Kopf, keine Gefahr, ist alles in Ordnung, haben wir alles unter Kontrolle. Wenn ich solche Bilder, solche Interviews höre und sehe, bin ich mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Natürlich nicht. Es ist ja auch eine neue Situation, ja, auch für unsere Gesellschaft. Was passiert? Ja, aber dann sollte man das vielleicht auch mal so offen und deutlich sagen und nicht so tun, als wäre alles in bester Ordnung. Aber das ist der Punkt, den ich an der Geschichte nicht verstehe. Nächste Woche dein Thema, Thilo, was machst du nächste Woche? Das ist ein bisschen unangenehm, das jetzt zu sagen. All-Inclusive-Urlaub in der Dominikanischen Republik. Das klingt jetzt ganz... Du gehst an die ganz fiesen Plätze. Ja, wir machen erst Syrien, Irak und dann machen wir einen Film. Lass mal All-Inclusive, dann können wir uns ausruhen. Ja. Nee, tatsächlich war ich selber überrascht, wie düster dieses Thema sein kann. Das glaube ich. Sextourismus oder worum geht's da? Unter anderem eben, auch was gehört alles zusammen zu diesem Kosmos, der da oft in der Dominikanischen Republik stattfindet. Und ich selbst war so, naja, gucken wir mal, wie der Film wird. Und wir haben da wirklich eine Spirale, sind wir runtergegangen, bis eben zu diesen, leider dann, es ist fast ein Klischee, aber wer sind die häufigsten Sextouristen der Dominikanischen Republik, die mit Minderjährigen schlafen? Deutsche. Und ich bin dann eben in diese Straßen gegangen und habe dann so wirklich furchtbare Interviews geführt, die in keinster Weise so ein Bedürfnis hatten, wie Martin Lemke alles zu verheimlichen, sondern sie haben einfach frei heraus erzählt, was ihre Bedürfnisse sind und wie ein Land eben daran zerbrechen kann. Also wir wollen das große Bild zeigen, nicht nur eben den Sextourismus, sondern welche Rolle spielt es für die Wirtschaft, für die Bildung, welche Rolle spielt es eben für die Bevölkerung. Das große Bild, es ist toll, was du da machst. Das große Bild ist ja auch das, worüber wir gerade gesprochen haben. Ne? Dieser Konflikt, VW, Arbeitsplätze, Jobs, Wohlstand und dann Menschenrechte. So. Da kommen wir immer wieder so an so Punkte, an denen wir uns selber auch ehrlich machen müssen. Danke dir sehr herzlich. Ruth Schneeberger ist bei uns. Dir ein schönes Buch gelungen ist. Mama, du bleibst bei mir, vom Glück und Unglück an den Angehörigen zu pflegen. 10 Jahre haben Sie Ihre Mutter gepflegt. Haben Sie oder hätten Sie sich am Anfang träumen lassen, dass es so lange dauert? Niemals. Die Ärzte haben ihr eine Lebenserwartung von höchstens einem halben Jahr eingeräumt. Und ich habe sie zu mir nach Hause genommen, weil ich dachte, ich kann ihr noch letzte schöne Monate bereiten. Und daraus sind 10 Jahre geworden. Wahnsinn. In welcher Situation waren Sie damals und wie ist Ihre Mutter zum Pflegefall geworden? Also wie kam es dazu? Wo lebten Sie beide? Ich bin am Niederrhein aufgewachsen und geboren und meine Familie kommt aus Köln und meine Mutter war Lokalpolitikerin in der kleinen Stadt, aus der ich komme und war jahrzehntelang bei den Grünen, eine Frau der ersten Stunde dort gewesen und ich habe sie immer als sehr kämpferische Löwenmutter wahrgenommen und sie war aber auch ein echtes kölsches Mädchen eben, also sehr gesellig und sehr lustig. Und hat auch ihre eigentliche Arbeit als Sozialpädagogin für uns, mein Bruder und mich als Kinder, aufgegeben und uns erstmal großgezogen und ist dann eben in die Politik eingetreten. Und wir hatten also eine sehr gute Beziehung zueinander. Sie haben zu der Zeit schon in München gelebt, als das passiert ist? Genau, ich bin dann als Journalistin nach München gegangen mit Mitte 20 und war 29, als ich eines Tages einen Anruf bekam von meiner Mutter damals noch. Ich solle sie bitte zurückrufen auf die Mailbox, da war ich gerade auf einer Party nachts und habe dann am nächsten Morgen zurückgerufen und habe sie in den nächsten Tagen nicht mehr erreicht. Und mein Bruder und ich machten uns Sorgen und ich bin dann irgendwann an den Niederrhein geflogen und habe meine Mutter dort vorgefunden und habe gemerkt, die hat wohl einen Schlaganfall gehabt. Das war aber erstmal ein leichter, Wortfindungsschwierigkeiten, ein Arm hing etwas runter, Mundwinkel hing auch schon runter, also die ganz klassischen Anzeichen. Nun bin ich keine Ärztin und auch war damals noch absolute Laien auf dem medizinischen Gebiet, das hat sich inzwischen geändert und habe meine Mutter aber direkt ins Krankenhaus gefahren und die wollten uns sofort wieder wegschicken. Mit welcher Begründung? Wir sollten uns nicht so anstellen. Sie hätten hier ganz viele Notfälle und wir sollen bitte wieder nach Hause gehen. Wird schon. Es wäre nichts. Und dann musste ich, ich habe uns dann beide auf dem Flur wiedergefunden und ich musste sehr ungeduldig und auch sehr laut werden, dass wir dann wirklich noch mal in dieses Behandlungszimmer rein konnten. Und dann habe ich die Ärztin gefragt, fragen Sie doch mal etwas, sodass sie 3 Worte am Stück sagen muss. Und dann hat sie angefangen zu merken, okay, da stimmt vielleicht doch irgendwas nicht. Trotzdem mussten wir dann noch 4 Stunden auf dem Flur warten, bis ein Bett frei wurde. Beim Schlaganfall, wo es um jede Minute geht. Schlaganfall und auf der Stroke Unit waren wir auch. Das war extra ein Krankenhaus, wo auch eine Schlaganfallstation war. Und als sie endlich aufgenommen wurde, war nur noch ein Pflegehelfer, hatte ich den Eindruck, dort. Ärzte waren auch nicht mehr da. Und der hat es bei mir beschwert, dass meine Mutter sich so komisch benehmen würde. Wahnsinn. Deutscher Krankenhaus, hoffentlich nicht Alltag, aber eine Szene aus einem deutschen Krankenhaus. Wie ging es dann weiter? Wann kam der zweite Schlaganfall? In dieser Nacht. Ich musste dann nach Hause fahren und sie dort lassen und hoffen, dass ihr geholfen wird. Und am nächsten Morgen rief mein Bruder mich an, der noch mal 500 Kilometer weit weg war. Man hätte ihn angerufen, er solle dorthin kommen, mal unsere Mutter liege im Sterben.
Und dann bin ich eben auch direkt dorthin gefahren und habe dann Ärzte zum ersten Mal auch angetroffen auf der Station. Und die wussten gar nicht, was los ist. Die dachten, sie hätte vielleicht eine Gehirnschwellung gehabt oder whatever. Und mein Bruder und ich hatten ja eben schon diesen Schlaganfall, diesen ersten leichten vermutet und haben dann mit Engelszunge auf die Ärzte eingeredet, dass es wahrscheinlich doch jetzt ein zweiter Schlaganfall gewesen ist, was ziemlich häufig ist nach einem ersten Schlaganfall. Ja, genau. Und sie ist im Koma, ins Koma gefallen und die Ärzte sind davon ausgegangen, dass sie nicht wieder aufwachen wird. Und wieder erwarten ist sie, glaube nach 2 Tagen doch wieder aufgewacht und war seitdem rechtsseitig gelähmt. Ganze rechte Seite konnte sie nicht mehr bewegen und konnte nicht mehr sprechen. Also schwerer Pflegefall. Schwerster Pflegefall, höchste Pflegestufe. Mhm. Und das ist so geblieben für den Rest ihres Lebens, weil die beiden Schlaganfälle zu Beginn nicht behandelt worden sind, oder falsch behandelt worden sind. So. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und ich habe Ihrem Buch entnommen, es war mir so gar nicht klar, dass tatsächlich, ich glaube, 75% aller zu Pflegenden oder Pflegefälle tatsächlich von Angehörigen versorgt zu Hause werden. Leben und von Angehörigen versorgt werden. Mir war das, bevor ich das Buch geschrieben habe, auch nicht klar. Ja, es ist enorm viel. Ja, also 3/4 der Pflege oder der Alten und Pflegebedürftigen leben zu Hause und werden von Angehörigen versorgt, vorwiegend. Was einem ja so ein bisschen den Glauben an die Menschheit zurückgibt, ehrlich gesagt. Weil wir hören immer nur von furchtbaren Pflegeeinrichtungen und so weiter. Genau. Und dann ist auf der anderen Seite diese fürchterlich egoistische Gesellschaft und diese jungen Leute heutzutage sowieso interessieren sich nur noch fürs böse Internet und so, aber gar nicht mehr für die alten Eltern. Ja. Aber offenbar gibt es da noch sehr viel mehr Engagement und auch Zivilcourage in unserer Gesellschaft, als wir manchmal so wahrhaben. Absolut. Auch gerade bei den Deutschen vermutet man ja auch gar nicht so. Man denkt immer, gut, die Südländer, die leben noch in Familienstrukturen, wie wir halt schon lange nicht mehr. Wir schieben alle Alten ins Heim ab. Das ist gar nicht so. Ich wusste das auch nicht, bevor ich das Buch recherchiert habe. Ich dachte auch, ich wäre einer der Ausnahmefälle, aber das ist gar nicht so. 3/4 der Leute werden zu Hause gepflegt von ihren Angehörigen. Nur 1/4 lebt in Heimen. Das Problem ist aber, wir reden ständig, auch in den Medien. Von dem Viertel. Von diesem Viertel und über den Pflegenotstand in den Heimen und die armen Pfleger, die zu wenig Geld verdienen und die natürlich auch ihre Nöte dort haben, nur es redet kaum jemand von den Angehörigen zu Hause. Ja. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, um das darzustellen. Ja, das ist ein wirklich interessantes Buch unter vielerlei Aspekten. Sie sagen zum Beispiel auch, irgendwie ist es gar nicht gewollt. Also das System ist so, dass du dich erstmal erklären musst. Also Leute halten dich für bekloppt, wenn du sagst, ich pflege jetzt jemanden zu Hause, ich mache das. Und das Zweite ist, Behörden, Strukturen und so weiter sind so angelegt, dass du die ganze Zeit gegen Wände läufst. Du sagst, ich möchte das gerne machen, aber irgendwie will das keiner. Naja, die Politik ruht sich eher auf den Rücken der Angehörigen aus, habe ich den Eindruck. Also da wird wirklich kaum was getan für Angehörige. Es gab mal vor Jahren ein paar Pflegereformen, die für Angehörige gedacht waren. Jetzt, aktuelle Politik ist wieder komplett auf die Heime ausgerichtet. Und was ich damals erlebt habe, ist, dass man eben wirklich überhaupt keinen Ansprechpartner hat. Ich hatte noch das große Glück, dass mein Bruder Anwalt war, der sich durch dieses Behördendickicht durchkämpfen konnte für uns. Und ich habe mich immer gefragt, wie machen das Leute ohne Angehörige und wie machen das Leute, deren Tochter nicht Journalistin und deren Sohn nicht Anwalt ist? Wie haben Sie denn Ihr Leben umgekrempelt? Deswegen fragte ich vorhin, wo Sie gelebt. Sie lebten in München? Ich lebte in München. Ich war Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung und habe einen Vollzeitjob gehabt und den habe ich auch behalten die nächsten 10 Jahre. Und habe währenddessen die Pflege zu Hause um meine Arbeit quasi herum organisiert. Also wenn ich tagsüber den ganzen Tag weg war, war eine Pflegerin bei uns zu Hause dort. Die haben wir anfangs komplett privat finanziert. Und dann kommt, was die Pflegekasse zahlt, ist eben ein kleiner Anteil, ein Pflegedienst, 2-mal am Tag aber nur, für insgesamt 1 Stunde. Den Rest muss man komplett selber organisieren. Und das habe ich gemacht, eben auch mit Hilfe meines Bruders. Was heißt denn das finanziell, Frau Schneeberger? Wir haben komplett das Vermögen meiner Mutter, auch was ich hatte an kleinen Rücklagen, aufgebraucht. Heißt? In Zahlen? Können Sie das innerhalb von 5 Jahren waren von Seiten meiner Mutter 150.000 Euro und von mir auch nochmal ungefähr 50.000 Euro aufgebraucht. Wer kann sich das erlauben? Ja. Eben. Und das, wenn dann wirklich alles weg ist, wir haben ein Wochenendhaus meiner Mutter dafür verkauft, für die Pflege, und man dann zum Sozialamt geht und sagt, seht her, wir haben alles aufgebraucht, es ist nichts mehr da, helft uns bitte, wird auch tatsächlich geholfen, aber dafür muss man auch noch mal sehr stark kämpfen und sehr lange, sehr viele Anträge schreiben. Es hat dann noch mal 1 Jahr gedauert, bis dann wirklich auch Unterstützung geflossen ist. Aber die gibt es dann auch tatsächlich? Dann war meine Mutter ein sozialer Fall und ist dann eben auch vom Sozialamt unterstützt worden. Mietanteil, Unterhalt und auch Hilfe zur Pflege. Und noch mal mit einem weiteren Projekt, was es speziell in München gibt, war es dann möglich, dass auch eine Pflegerin, die tagsüber da war, darüber bezahlt wird. Stundenweise.
Es gibt einen Satz von Ihnen, ich glaube aus dem Buch, wo Sie sagen, ich wurde plötzlich die Mutter und Sie die Tochter. Ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn sich die Verhältnisse plötzlich komplett auf den Kopf stellen? Also ich habe das Buch ja auch geschrieben und muss sagen, dass es auch sehr schön sein kann, Angehörigen zu pflegen. Ich will wirklich auch Mut machen. Mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Der erste Moment allerdings, wo ich gemerkt habe, dass wir jetzt die Rollen tauschen, war gar nicht schön. Das war wirklich ein Schock. Das war noch in der Reha, in der meine Mutter kam nach dem Schlaganfall. Dreiviertel Jahr war sie dort. Mhm. Anfangs hieß es noch, sie würde wieder laufen können und würde auch wieder reden können. Das war dann aber nicht der Fall. Und als ich dort zum ersten Mal gesehen habe, wie drei Schwestern an ihrem Bett standen und sie im Bett rumgedreht haben, und sie wie ein Baby gefüttert wurde mit breiiger Nahrung, das war wirklich für mich ein Schock. Und ich wusste in dem Moment aber auch gleichzeitig, ich muss mich jetzt kümmern, ich bin jetzt am Zug. Meine Mutter hat sich früher um mich gekümmert und jetzt bin ich dran. Ist ja auch ein bitterer Moment, ne? Weil einem klar wird, glaube ich, die Mutter, die du kanntest, die du hattest, die gibt's nicht mehr. Ja, wobei sich das ja wieder geändert hat, Gott sei Dank. In ihrem Fall. Ja, mit guter Pflege zu Hause haben wir es geschafft, dass sie sich so entspannen konnte, dass sie die Krankheit auch nach ein paar Monaten so gut annehmen konnte, was wir alle nie gedacht hätten, weil sie auch recht dickköpfig war und eben sehr starke Persönlichkeit war. Sie hat sich reingefunden in die Krankheit und sie hat diese letzten 8, 9 Jahre bei uns zu Hause so zufrieden gelebt und wir waren wirklich glücklich zusammen. Also wir haben ein tolles Leben zusammen gehabt. Und Sie das gerade sagen, dickköpfig, ja. Schönes Foto, das wir da sehen. Ja. Kann man sich schon vorstellen, dass das eine resolute ältere Dame war. Wie schwer ist es ihr gefallen, sozusagen die Hilfe ihrer Tochter anzunehmen? Das fällt den Eltern ja auch wahnsinnig schwer. Also in der Reha hat Weil da wird es ja auch sehr intim plötzlich. Ne? Genau, in der Reha hat sich gezeigt, dass sie erst mal gar nicht damit klarkam, dass sie jetzt ein völlig hilfloser Mensch ist, weil sie eben vorher auch sehr aktiv war. Mhm. Und sie ist quasi umgefallen wie ein Baum. Sie war Bürgermeisterkandidatin in unserer Stadt, das muss man sich mal vorstellen. Ja, so jemand kann von einem auf den Tag nicht mehr sprechen, nicht mehr laufen, sich nicht mehr äußern. Und in der Reha ist ihr das alles sehr schwer gefallen. Mhm. Und die sagten mir dann auch irgendwann, meine Mutter würde immer weinen, wenn ich nicht da bin. Und in dem Moment habe ich eben auch gewusst, ich muss mich jetzt um sie kümmern. Und zu Hause hat sich das aber sehr schnell umgedreht und ich glaube, sie war am Anfang auch nicht so euphorisch, dass ich gesagt habe, ich pflege dich jetzt. Ich glaube, sie konnte sich das nicht so vorstellen, aber sie hat dann gesehen sehr schnell, ich organisiere das alles, ich sorge für alles und das funktioniert sehr gut. Wann gab es die düsteren Momente? Wann kommen die? Wann waren Sie überfordert? In welchen Situationen? Eigentlich die ganze Zeit, während sie zu Hause war und vor allem erstmal, als sie nach Hause kam, war ich erstmal nur erleichtert, dass ich jetzt nicht mehr innerhalb dieses Pflegesystems ständig darum kämpfen muss, dass sie nicht stirbt. Es gab ja noch weitere Erlebnisse dann in der Kurzzeitpflege. Überall ist sie, ich musste meine Mutter wirklich 3, 4 Mal aus Heim- und Krankenhäusern retten, damit sie nicht stirbt dort. Und deswegen war ich erstmal falsche Medikamente gegeben, zu viel gegeben. Es ist ein Wahnsinn, was sich da teilweise abspielt. Ja. Also ihre Geschichte hat mich und da auf vielen Ebenen wirklich berührt. Da gibt es diese Prognose der Ärzte, die sagen, das geht doch ein paar Monate. Mhm. Wir alle kennen Fälle von Menschen, die plötzlich ins Heim kommen, in Einrichtungen kommen. Ich will das jetzt gar nicht denen in die Schuhe schieben, aber Fakt ist, die sind dann häufig wenig später tot. Ja. Und ich kenne andere Fälle von Menschen, die Eltern sehr lange privat zu Hause pflegen. Auch einer meiner engsten Freunde hat das über 10 Jahre auch mit seinem Vater beispielsweise gemacht. Die haben sich aufgeteilt, wirklich ihre Arbeit teilweise aufgegeben und so weiter. Und da ging das auch über 10 Jahre. Und dann noch mal 10 Jahre bei der eigenen Mutter. Also 20 lange Jahre insgesamt. Aber das hat funktioniert, will ich damit sagen. Genau. Zu Hause hat es wunderbar funktioniert. Und das habe ich eben auch sehr schnell gemerkt und hat sie auch sehr schnell gemerkt. Deswegen waren wir da sehr zufrieden. Und ich habe alles dafür getan, dass sie nicht wieder ins Krankenhaus musste. Mhm. Um Gottes Willen nicht wieder auf so eine Station, wo es gefährlich für sie werden kann. Mhm. Alles, was nicht Intensivstation war, war gefährlich für sie automatisch, weil dort nicht genügend Personal war und die sich auch nicht genügend auskannten mit dem Krankheitsbild, was man auch gar nicht meinen sollte in Deutschland. Und deswegen, solange sie zu Hause war und ich für alles in Ruhe sorgen konnte, war wirklich alles gut. Es wurde dann nur noch mal schwierig, weil ich für meinen Job Korrespondentin in Köln werden sollte und umgezogen bin mit ihr. Und sie freute sich total, weil sie aus Köln kam und mitgezogen ist. Und dort, als wir dort waren, stellte sich heraus, die Unterstützung, die wir in der Stadt München, durch die Stadt München bekommen haben, hätte dort nicht funktioniert. Wir mussten also direkt wieder zurückziehen. Mein Bruder hatte uns beim Umzug geholfen und wie er uns sowieso organisatorisch und eben als Anwalt mit allem stark geholfen hat. Und als wir wieder zurück waren, saßen wir auf den ausgepackten Koffern und ich wusste nicht, wie es mit meinem Job jetzt weitergeht auch erstmal. Und am nächsten Tag ist mein Bruder gestorben. Schlaganfall vermutlich auch. Und da wie bin alt? Ich 44. Und das meiner Mutter beizubringen in diesem Zustand und auch für Haben Sie das gemacht? Ja, natürlich.
Und das war sehr schwierig. Da bin ich dann auch erstmal krank geworden. Und dann alles neu zu organisieren in München, die Pflege wieder komplett neu aufzustellen mit Pflegern, Pflegedienst. Inzwischen haben wir einen starken Pflegenotstand auch bei den ambulanten Pflegediensten. Wir haben kaum noch jemanden bekommen. Den nächsten, den wir bekommen haben, waren sehr viele osteuropäische Pflegekräfte, die kaum Deutsch sprachen. Die haben meiner Mutter erstmal die Schulter gebrochen. Und dann ging es mit ihr bergab. Und das waren schwierige letzte Monate. Wow. Aber die ganzen 8 Jahre davor war es zu Hause für uns beide wirklich wunderschön. Was haben Sie gelernt? Was würden Sie heute anders machen mit dem Wissen von heute? Ich würde es genauso machen. Man kann ja nicht das Schicksal beeinflussen. Nee, aber gibt es Dinge, wo Sie sagen würden, das würde ich anders angehen, einfach strategisch anders angehen? Ich würde von Anfang an mir noch mehr Hilfe holen. Hm. Ich würde noch mehr darauf beharren, dass auch die Krankenkasse einen viel größeren Anteil leisten muss, zumindest die verordneten Leistungen zu erbringen hat. Und mit der Krankenkasse gab es sehr, sehr viel Ärger. Ich würde, wenn ich es alles vorher gewusst hätte wie heute, würde ich von Anfang an die Krankenkasse auf alles verklagen, was meiner Mutter zugestanden hätte. Okay. Und Sie würden einen Finanzplan machen, schreiben Sie ja. Ja, ich würde von Anfang an auch noch mehrere Teile, also die ganze Familie mit dazu holen. Ich würde nicht von Anfang an sagen, ich zahle jetzt erstmal alles und ich kümmere mich um alles, weil ich auch nie gedacht hätte, dass es so lange dauert. Ja. Abschließend, Frau Schneeberger, ich habe keine Angst mehr vor dem Tod, was eine große Errungenschaft ist für mich. Was haben Sie in diesen 10 Jahren über das Leben gelernt? Dass man das Leben genießen soll, egal was da kommt. Meine Mutter hat es geschafft. Es war für mich, ich war total stolz auf sie. Ich habe sie total bewundert, dass sie da aufrecht im Bett diese 10 Jahre lang saß, trotz ihrer Krankheit, trotz ihrer Einschränkung, das Leben noch so genießen konnte, die kleinen Dinge. Niemand hat sich so sehr über die kleinen Dinge gefreut wie meine Mutter. Mhm. Deswegen hat es mir auch so Freude bereitet, ihr das zu geben. Mhm. Und über den Tod habe ich gelernt, abseits dessen, dass mein Bruder ja sehr plötzlich gestorben ist, was für mich sehr schlimm war. Als meine Mutter gestorben war, war das genau der richtige Zeitpunkt, weil sie nicht mehr konnte körperlich und wahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr wollte und sie auch 10 weitere schöne Jahre gehabt hatte. Das heißt, ich habe gelernt, manchmal kommt der Tod auch zum richtigen Zeitpunkt und man muss, habe ich auch gelernt, nicht so furchtbare Angst vor dem Tod haben, wie man in unserer Gesellschaft normalerweise hat. Denn er kann auch manchmal eine Erlösung sein und er kann zum richtigen Zeitpunkt kommen. Mhm. Und ich habe sogar am Tag nach dem Tod meiner Mutter sie noch einmal vor mir gesehen, wie in einer Art Traum. Und sie war so glücklich. Ich habe sie noch nie so wahnsinnig glücklich gesehen. Und sie sah aus, als könnte sie selber gar nicht glauben, wie toll jetzt alles ist. Und seitdem habe ich nicht um sie getrauert. Und seitdem weiß ich, es geht ihr sehr gut. Und seitdem habe ich auch keine Angst mehr vor dem Tod. Frau Schneeberger, beeindruckendes Buch. Danke sehr herzlich. Wirklich ein tolles Buch, das Ihnen da gelungen ist. Danke sehr herzlich bei den anderen Gästen dieser Sendung bei Thilo Mischke. Alles Gute dir, Thilo, für kommende Reisen. Wir sollten mal nach Island fahren zusammen. Mal entspannen ein bisschen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Fredrik Obermeier, Kollege von Frau Schneeberger von der Süddeutschen Zeitung. Heute Süddeutsche Festspiele hier. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Hartmut Isko, Dokumentarfilmer, der sich sehr verdient gemacht hat um viele Themen. Vielen Dank. Jetzt die Kollegen von heute plus. Wir sind morgen wieder für Sie da.